Und wieder recht herzlich willkommen zu einem Let's Play mit den Fallout Legends. Mit dabei haben wir den gestörten Hamster. Hallo, hallo. Den Amamuro. Der Lexi. Hallöchen. Der Boss Waldboy. Die Stimme ist weg. Hallöchen. Der Robin T2171. Der Robin T2171. Gut. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Der Quincy. Der Harry Hako. Hallo. Der Jesskno. Jo, hallo. Der Jojo. Der Lucifer. Hallo. Tomsi Weber. Tomsi Weber. Eingeschlafen. Der gestörte Hamster. Achso, den haben wir schon. Den Aufpasser. Guten Abend. Sir Winterwald. Ein Ohrhase, du bist trotzdem noch Sir Winterwald, weil da bist du in den ersten Videos bekannt. Ist gut. Ich muss immer beides benennen hier. Und der Kontrollraum ist übrigens aktiv. Alle Stationen bitte warten. Und ich weiß gar nicht, wieso ist mein Auge voll Staub. Und der Quincy. Achim, den Quincy habe ich jetzt auch genannt, ne? Super. Alles klar, Achim. Ich wollte bloß Bescheid sagen, Achim. Hat einer da schon mal den, soll ich schon oder habt ihr schon? Ich mach mal, ne? Soll du mal. Hamster, hast du schon eingeleitet? Jo, ab weg. Mensch, Hamster, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll vor. Ehrlich. Die Geburt? Hamster, meine Glückseligkeit, die. Wurde eingeleitet? Technische Daten. Die Geburt wurde eingeleitet. Sehr gut. Stillstand heißt. Der Geburtsvorgang wurde eingeleitet. Abbrechen. Sicherheitsteams. Amo, soll ich ihn abbrechen? Lexi, du bist wieder so komisch verschwommen hier zu sehen. Was ist das? Was ist das nur immer mit dir? Was bin ich? Wo bin ich? Oder was? Nee, du siehst gut aus, Lexi. Ein Freund hat meinen Channel verlassen. Der Marvin hat einen Internetabsturz. Schönen guten Tag. Marvin, du musst echt mal den Netzstecker zu deinem Internet wieder richtig reinstecken. Der stirbt. Der Marvin, der bricht sich den Kopf. Wir wissen es auch nicht. Marvin, ehrlich, du bist schon ein Wunderkind, du. Der Marvin. Junge, was stimmt immer nicht bei dir? Das ist ein Wunderkind, der Bengel, du. Nee, du. Aber schön, dass es eine gibt, ne? Also der Jung, du. Der Jung, der macht immer nur Mist, du. Schön, dass es ihn gibt. Das sagt ja. Besiege die Glubenhaul. Will ich ja gar nicht. Ach, schon wieder Mont Blanc? Nee, Mont Blanc will ich nicht. Mont Blanc. Könntest du mal deinen Panzer wegstellen? Woanders hin? Warum? Hätte mein Camp aufbauen können. Ja, ich weiß schon. Ja, Moment. Genau das, mein Camp, wo der hinfährt. Na, verschwinde hier mit deinem Stahlkoloss. Seh zu, dass du Land gewinnst. Lexi, links von dir. Wenn jetzt noch irgendeiner was von Essen sagt, ne? Ich geh gleich los, hol ein Stück Mettwurst hier wieder. Du. Weil jetzt weit, ich hab's so weit weggestellt, wie es nur geht. Ich konnte den Leute nicht bekämpfen, Lexi. Hast du nicht die Spekulatius mit den leckeren Schokoladen? Nee, die hat. Na, schönen Dank. Nee, gerade die habe ich ja nicht. Philipp, und außerdem das nächste Mal, wenn ich so ein Zelt stört, dann zünde das auch einfach an, Philipp. Genau, ein Stahlpanzer. Du kannst dein Panzer ruhig hier am Bunker hinstellen, so ziemlich weit vorne. Ich hab den jetzt ganz weit da hinten hingestellt, siehst du hier. Beim Uschverwerter. Was macht ihr da eigentlich? Ich hab da sowieso gedacht, dass die Atombombe in die Walachei setze. Der Panzer ist schon immer da hinten. Mein Camp ist ja da hinten. Ach so. Oh, Thorsten, das ist aber hier gerade anstrengend mit dem Silo, ne? Ja, ich weiß. Moment. Das ist für mich auch Stress. Ja, ich halte das auch nicht mehr lange aus. Wieso ist da schon wieder einer tot? Und wieso kann ich nicht im Sitz spielen? Ja. Bist du?
Nein, hier ein Roboter ist tot. Marvin, bist du schon wieder tot? Der Chef hier, der Protokollleiter ist sogar verrückt. Marvin, bist du schon wieder tot? Nein, aber dafür lässt sich mein Spiel nicht mehr starten. Uwe, Marvins Spiel lässt sich nicht mehr starten. Nein, das ist was. Kann es nur. Das sag ich dir doch. Mensch, Marvin, was machst du immer? Wir sind hier ganz alleine in diesem Ding. Wieso ersetzt den Bereichsleiter? Hab ich doch. Wieso haben wir erst drei und wieso haben wir hier. Hier geht da gar nichts vorwärts, Max. Ich hab noch gar nicht auf den blöden Balken geguckt. Du bist doch da, oder? Ne, dem Wälder. Ja, ich hab die ganze Zeit gesessen, Thorsten. Ja, aber das ist gut, dass du da sitzt, Max. Setz dich ruhig wieder hin, Max. Mach dir das bequem. Vati und Mutti machen das hier schon. Ne, mein Kind, Vati und Mutti kümmern sich hier schon um das Silo. So, okay. Leg dich ruhig wieder hin, mein Kind. Wenn jetzt hier noch einer ausfällt. Wieso muss ich hier schon wieder einen ersetzen? Guck mal, das ist, weil der Hamster schon wieder pennt hier. Hamster, wenn du jetzt Snooker-Tapper spielst. Ich kann im Sitz nicht spielen, Thorsten. Du hast gesagt, ich soll mich hinsetzen. Ach ja, stimmt. Ja, da war ja noch was. Wir haben ja schon 25%. Oh Gott, aber so lahm war das ja noch nie gewesen. Das stimmt hier wieder nicht. Gekochte Mahlzeiten, Alter. Wo ist denn das Ding? Wo ist denn das Ding? Ist Fleisch. Na, sag. Denn 5 von 5. So, jetzt geht's vorwärts. Ein Mist. Oh, ein Mist. Was für Mist denn schon wieder? Das Spiel lässt sich nicht starten. Mach doch mal eine Reparatur. Dann mach doch mal einen kompletten Neustart von deinem Rechner. Und denn genau was Ammo sagt, eine Reparatur wäre Steam. Er hat das Problem ja heute schon mal gehabt, Ammo. Also. Startvorbereitung bei 50%. Gott, 50%. Wenn ich hier alleine durch gewesen wäre, wäre ich jetzt schon bei 150%, Lexi. Oh, eine Angebe. Du Sympathiebolzen. Oh. Kennt jemand das Bogenspeisyndrom? Das hat nichts mit Bogenspeisen zu tun. Ist gut, Hamster ist tot. Okay. Ja, das kann ich ja nicht wissen, Thorsten. Nein, auf gar keinen Fall, Max. Das Bogenspeisyndrom heißt, ich könnte im Strahl kotzen. Philipp, kennst du das Bogenspeisyndrom? Nee. Was heißt das? Was bedeutet das Bogenspeisyndrom, Philipp? Du kannst um die Kurve speien. Du kannst im Strahl kotzen, heißt das, genau. Oder reiern. Oder reiern, genau. Was können die Flösel dafür? Eine gerade Kurve. Ja, genau, eine gerade Kurve, ne? Startvorbereitung verlangsamt. Weißt du, was ist schon wieder kaputt hier? Startvorbereitung abgeschlossen. Oh, jetzt, ich komme! Wait, ich komme. Thorsten. Hier. Hamster! Ja gut, da gehe ich an den Zielcomputer. Hamster! Spreuch noch was von dir, Thorsten. Zugang verweigert. Ich könnte kaputt gehen, ehrlich. Hamster, jetzt bitte. Thorsten. Ich hab nichts gemacht. Thorsten, Jojo will was sagen. Ja, Augenblick, ich hab hier gerade. Geht gleich los. Erzähl. Ich weiß noch was von dir.
Was denn? Und ein WLAN-Kabel. Kriegst du von mir. Ich schicke dir einen zu, du musst mir bloß die Adresse schicken. Also am besten hier jetzt so per Teamspeak, schickst mir die Adresse, schicke ich dir ein WLAN-Kabel. Hallo, es ist schon bei eBay auf dieser Plattform aufgetaucht. Da hat einer für ein paar Euro ein WLAN-Kabel verkauft und es wurde gekauft. Glaub, ja, aber war das jetzt dieses Art vergoldete für die schnellere Übertragung oder welches war das? Thorsten? Ja. Die Leute kaufen Badewasser und benutzen Schlüpfer. Ich weiß, du hast recht. Da kannst du nichts mehr zu sagen. Ich wollte auch schon mal meine Feinripp-Unterhemden hier runterschicken, aber. Thorsten, Hilfe! Lexi, wo bist du schon wieder? Lexi, nein! Lexi! So, ihr liebe Leute. Junge! Es hat mal wieder Spaß gemacht mit euch, gell? Aber ich. Jörgi, ich freue mich riesig, dass du dabei warst, Jörgi. Schlaf gut und erhol dich. Schön, dass du dabei warst, Jörgi, ne? Jörgi, und auf dem Server werde ich dich besuchen, Jörgi. Versprochen. Schlaf wieder öfters. Lexi, nein! Lexi! Danke. Lexi, dann zieh dir wenigstens die Hose runter, damit wir wenigstens eine schöne gegrillte Schweinebacke kriegen. Max ist doch eher so ein mageres Schwanfell. Lexi! Feuer, Feuer, überall Feuer! Überall Feuer! Ja. Nein! Oh, sag mal! Lexi! Geil! Kommst du da unten raus, Lexi? Da hinten, da unten, da geradezu ist er dann. Hier ist alles zu. Da hinten ist so eine Tür. Da, ja, genau da. Da kommst du nicht raus? Die Tür ist alle zu hier. Ach so. Ich müsste eigentlich gleich umfallen. Jetzt. Jetzt fällt's um? Wieso? Weil da kein Sauerstoff mehr. Alexi hat noch eine Gasmaske auf. Ja, ich habe aber noch Strahlung. Ach, steht doch da rein. Regelung eingeleitet. Dieses Silo ist während des Raketenneukonstruktionsvorgangs gesperrt. Dieses Silo ist gesperrt. Dieses Silo ist total versperrt. Kommen Sie in 3 Stunden wieder. Wenn wir die Brandbeste bekämpft haben, liebe Freunde, dann würde ich auch tatsächlich sagen, wir beenden den Leaf History Arme für heute. Ist das okay für euch alle? Das ist selbstverständlich. Ja, das dachte ich mir. Ja. Achim nicht? Gut. Mit Achim mache ich dann ein Nachsitzen. Mit Achim mache ich deinen Livestream nachsitzen. Nachsitzen. Und was denkt ihr, wie lange wir brauchen? 5 Minuten? Oh. 10 Sekunden. Guck mal, hier schon wieder was kaputt gegangen. Da hat irgendjemand es nicht auf die Reihe gekriegt, sein Zelt vernünftig auf den Boden hinzustellen. Dabei ist das ganz einfach. Es muss ein Spielanfänger sein. Seht ihr das? Der hat wahrscheinlich zu schnell die Maus geklickt und darum schwebt das Zelt da oben. Also nur so passiert das. Habe ich recht? Beim Setzen verwackelt, ja. Beim Setzen verwackelt. Philipp, kann das passieren? Oh ja. Ja. Guten Abend, Torwolf. Wollte ich nicht. Herzlich willkommen im Livestream der Fallout Legends auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Achso, ich bin sofort da. Ja. Ist schon tot? Noch nicht, aber geht schon runter. Warte, ich fuhr es mal an. Okay, mit 5 Minuten habe ich mich verschätzt, Leute. Wir schaffen es innerhalb einer Minute. Ja, ich fuhr es ordentlich. Ja. So, das war's und damit gibt's wieder nix. Gut. Hab ich einen Bohrer. Oder war ich das nicht? Na, ich weiß auch nicht, wer das war. Ich dachte, ich war das mit dem Bohrer. Das warst du mit deinem Bohrer, das schätze ich auch. Ja, ne? Da war jemand mit der bösen Waffe. Karies entfernt jetzt. Ja, mit dem bösen Bohrer halt, ne? Ja, Keanu. Watch Charles, Keanu. Watch Charles.
Das ist immer schwach. So, sag ich nachher was dazu. Ja. Weil wir einen Haufen Gäste und Freunde haben. Das ist schade. Das war einmal kein Flux ist und gar nichts gekriegt. So, jetzt sehe ich mal das Ding ab. Das gibt ein schönes schicken Wing hier. Ist der Drohnensammler. Ach, Klammer an. Ja, das war ganz nice. Und das komm, war Runde. Ganz. Sollen wir schon mal zum Camp uns treffen, Thorsten? Wir treffen uns beide schon beim Camp, Max. Alles klar. Können wir schwatzen noch ein bisschen, ne, weil, wie gesagt. Ja. Das, so sollte das nicht sein. Also so sollte das mit der Brandbestie nicht sein. Das war wieder ein Fehlschlag. Tut mir leid, Leute. Ja. Oh, so ist das? Siehst du das, Alexi? Was denn? Tut mir so leid. Ach, kannst du nichts zu Thorsten. Also, ich sag nur. Also, ich kenne da so ein tolles Spiel für diese Spieler, mit ihr, die unbedingt den Fallout Pong. Hier richtig geil. Pong! Nee, Fallout 4. Das stimmt. Da gehen sie mir uns nämlich nicht auf den Zünder. Aber es sind ja so Leute, die gerne den Leuten auf den Zünder gehen wollen. Ja, müsst ihr gucken. So, ich werde das mal hier in die Kiste packen. Ein. Freuen sich die neuen, den ganzen Schrott hier raus. Wie? Bauchlehne. Zack. Mein Handy abgestürzt. Was? Mein Telefon ist abgestürzt. Software. Ach so, warum schmeißt du das runter? Ja, wieso schmeißt das runter? Das muss man doch. Hab's nicht runtergeschmissen. Ist doch abgestürzt. Wieso stürzt denn das ab? Das ist... Software. Wie ist es denn? Das ist bei Apple nichts Neues. Ich habe mein Telefon zum Beispiel mit Teflonband festgeklebt, damit das hier nicht runterfällt. Vom Tisch. Also meinen Rechner zum Beispiel, den habe ich auf den Tisch festgeschraubt, damit er nicht abstürzt, recht, Lexi. Dadurch habe ich nicht einen Absturz mehr. Gut, Leute, das war eine coole Sache. Wir machen hier noch ein kleines Abschlussgespräch, ne? Ich habe gerade noch mal kurz nachgeblättert im World Wide Web nochmal zum Halloween-Event. Das ist vom 25. Oktober bis zum 8. November. Das gibt es wieder, das Halloween-Event? Also das sind nur bestimmte Events. Du hast dann Verbrannte, die als Skelettkostüm verkleidet sind. Also nicht mehr das, was wir haben, Autos kaputt ballern in White Springs. Du hast dann wieder diese Süßigkeiten-Dinger, die man sammeln kann und... Ja. Aber nicht mehr das, was Spaß gemacht hat in White Springs, ne? Die Zerstörungssache, das war so schön. Ich finde es schade, dass es nicht mehr ist. Erstmal war das sehr schön gemacht dort. Das sah alles sehr schön aus. Und ja, das ist leider. Wo man Chaos stiften musste, genau. Ne? Das fand ich auch gut. Ich werde mal noch ein bisschen was verkaufen. Oh, ich hatte hier vor das Weiße Haus auf die Straße noch Fleisch gelegt. Da noch Fleisch. Also, wenn man Fleisch braucht, genau, bitte. Dann vor das Weiße Haus treten. Dort das liegt alles rum. Das Häschen braucht noch was. Und das Häschen, dann soll das Häschen das auch kriegen. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren, so eine Auto-Axt, ob das so wirklich funktioniert, wie es hier dargestellt wird. Wie meinst du denn also das? Also die ist richtig lustig. Hä? Also echt meinst du eine Auto-Axt? Ja. Also wie das Ding jetzt hier ist, ob das wirklich so funktioniert, ob man damit wirklich Holz sägen, hacken kann, was auch immer. Leider nein. Manchmal stellt man sich mal vor, einen Baum, 2 Sekunden, kein Problem. Ja, ja. Um 2 Sekunden. Der Präsident ist gerade im Wayward drin. Kein genau, Problem. Ich bin gerade beim Einkaufen gewesen. Alles klar. Einen Highspeed-Kettensäge. Dann erwarte ich dich vor der Tür. Oh ja, die Dinger kenne ich. Da gibt es ja diese Wettbewerbe davon. Hab gedacht, oh, weißt du, hast du... Aber diese Maschinen dann immer noch an
Ein Harvester-Maschinen, wenn du sowas angebaut. Da hast du so einen Baumstamm, der so breit ist wie ich oder so, so doppelt so breit, sag ich mal. Denkst du dir, da brauchst du mindestens 3 Minuten dafür. Fertig. 2 Sekunden war der Baumstamm durch. Mhm. Ja. Auch diese Kettensäge, man hat eine Maschine angebaut. Das ist ja. Auch gibt es ja schon der Harvester. Hast du das mal gesehen mit dem Hubschrauber, wenn die mit dem Hubschrauber sowas ablassen und dann die Wipfel damit stürzen? Das geht auch so. Harry? 5 Kreissägen hintereinander. Hast du das mal gesehen mit dem Hubschrauber? Genau, was Lucifer sagt, mit 5 Kreissägen hintereinander und dann ziehen die so ein Ding durch die Wipfel durch? Na klar, ne? Das ist auch der Hammer, ey. Hier bitte, ein kleines Geschenk für den Präsidenten. Badeanzug! Guck mal, hier ist er doch. Ist er noch da? Das ist ein Ordnung für mir. Einohrhase! Der Einohrhase! Das kann ich mir nochmal angucken. Und das. Des Jägers T65 Torso. 2 Sterne. Muss ich mir mal anschauen. Das muss ich mal in Ruhe machen. Das ist 98% Schaden gegen Tiere. Terminator. Wo ist denn der Terminator? Hallo, komm mal mit! Ja, da ist wieder weg. Ich habe ein paar Baupläne rausgeworfen. Du kannst ja hierher locken. Ja, der war doch bei uns dann. Ja, manche, die. Ne? Hallo, Terminator. Hallo, Terminator. Le Terminator. In 3 Minuten, 2,5 Minuten haben wir nämlich 2 Stunden Livestream gemacht. Hallo! Hau zu, Ammo, genau, warte, Ammo, massier mir mal bitte den Nacken ein bisschen, Ammo. Das ist der Tontod, ist das hier. Ah, das ist der Tontod? Ja, so sieht das Ding aus. Ach, das, na gut. Ja. Geil. Wo ist denn der? Terminator, ja, komm ran hier, Terminator, komm ran hier. Jawohl. Come on, Terminator. Welcome to my Livestream! Wir können ihm die Baupläne da vorne, die ganze Kiste ist voll Einohrhase, die kann er auch alle haben, ja. Die kann er alle lesen. Ja. Wo ist er denn jetzt hin? Terminator! Terminator! Mhm. Wer war das eben? Mikro, du bist gar nicht der Terminator. Hallo? Hallo Terminator, can you speak your German? Nein. Aber ein bisschen, ne? Pass auf, hier sind Baupläne. Schau mal hier, komm mal bitte mit. Da liegt eine Tasche, da sind aber... Ja, pass auf, hier sind die Fallout Legends. Du bist jetzt gerade in unserem Livestream. Guck mal in diese Kiste rein hier. Die kannst du bestimmt alle gebrauchen. Wir machen einen Livestream. Kannst ja mal auf meinen YouTube-Kanal gucken, dann bist du im Fernsehen. Quincy 6860. Langsam! Ja, langsam! Mein YouTube-Kanal ist mein Avatar-Name. You see here. Come on, please. Where are you from? We are from Germany. This is my YouTube-Channel here. We are live now. Du bist Deutsch, aber ich bin Französisch. Du bist Französisch! Oh, er spricht doch Deutsch. Komm, Französisch, da ist eine Tasche. Terminator, this is my YouTube channel. We are live now. Quincy, YouTube live play. Let's play. Quincy 6860. Sehr gut, wunderbar. Okay. Oh ja. Hier sind noch mehr Baupläne. Schau mal hier. Kleiner Hopser. Und ein bisschen Munition. Oh, danke schön. Bitte schön. Komm, Sie bist noch da. So. Das ist mein erstes Mal in der Fallout. Das ist dein erstes Mal, ja? Ja. Da hast du aber Glück. Also wir spielen seit 3 Jahren und wie gesagt, ich sende gerade live auf YouTube. Kannst ja mal nachschauen. Und wir sind die Fallout Legends. Wir nennen uns die Fallout Legends. Wir sind eine internationale Roleplay-Gruppe. Nimmt mal Aufstellung, Leute. Okay. Stellt euch mal bitte hin. Na gut. Ja, ich stehe. Na, ich habe jetzt schon aus. Wollte jetzt pennen gehen. Alles klar, Ammo. Oh, Ammo, gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Ich danke dir, Ammo. Schlaf gut. Das ist mein Team. Insgesamt sind wir 50 Teammitglieder sind wir.
Okay, 50. Wir spielen auch noch mehr Spiele. Also das ist, hier passen ja bloß 25 rauf auf den Server. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sind schon ein paar ausgelockt, sind schon ein paar ins Bett gegangen jetzt. Gute Nacht. Hat es an der Tür geklopft? Ja, bei wem hat es jetzt an der Tür geklopft? Der Virusbewerte. Okay. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao, auf Wiedersehen. So, Leute, wir machen jetzt auch Feierabend. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken und verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Quincy und eure Fallout Legends und morgen New World und nächsten Freitag sehen wir uns dann wieder. Also, tschüss und ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, ja.